Also, was gibt es? Eine unserer Langstrecken-Hyperraumsonden hat es vor wenigen Minuten geortet. Das ist eindeutig ein Centauri-Kreuzer. Soll ich roten Alarm geben? Noch nicht. Noch muss niemand erfahren, dass wir ihn entdeckt haben. Wurden Kampfflieger geortet? Negativ. Nur dieser Kreuzer. Das ergibt keinen Sinn. Ein Kriegsschiff dieser Größe fliegt nie allein. Ist das Alpha-Geschwader da draußen? Ja, in Bereitschaft. Die Sonde übermittelt gerade noch mehr Daten. Die Waffensysteme des Kreuzers sind nicht aktiviert. Nicht aktiviert? Allerdings wird gerade der Sprungantrieb hochgefahren. Könnte ein Messfehler des Scanners sein. Die Lebenszeichen sind... Captain, es sind keine Lebenszeichen zu empfangen. Es ist niemand an Bord des Kreuzers. Er fliegt mit Autopilot. Captain Lockley an Alpha Kampfflieger. Den Kreuzer zerstören. Ich wiederhole, den Kreuzer zerstören. Verstanden. Alpha Geschwader greift an. Die wollen das Sprungrohr sprengen. Der Sprungantrieb wurde vollständig hochgefahren. Äußerste Gefahr. Der Kreuzer will im Hyperraum-Sprungtor ein Raumfenster öffnen. Das würde alles zerstören. Noch 30 Sekunden bis zum Sprung. Begrenzungsstreben weit auseinanderfahren. Hi, Captain. Wir müssen den Schaden so gering wie möglich. Noch 10 Sekunden. Alpha Kampfflieger, Sie müssen den Centauri-Kreuzer zerstören. Was ist mit dem Sprungtor? Der größte Teil der Explosionsenergie wurde nicht seitwärts abgestrahlt, sondern nach vorne. Minimaler Schaden an den Begrenzungsstreben und an der Kontrollmechanik. Strukturstabilität? Ist voll gewährleistet. Sofort ein Reparaturteam rausschicken. Der gesamte Flugbetrieb muss vorläufig eingestellt werden. Das ist äußerst knapp gewesen, wenn der Kreuzer das Sprungtor zerstört hätte. Reichweite der Langstreckensonde vergrößern. Hat bereits das Maximum erreicht. Dann schicken Sie die Star Furies zur Unterstützung raus. Ich will nicht, dass sich so eine Situation wiederholt. Eine sehr unprofessionelle Aktion. Es ist so, wie ich es schon sagte, Natok. Die Menschen haben einfach keine Nacht für diesen Krieg. Wir werden ihn beenden, wie er beendet werden sollte. Wir werden den Heimatplaneten der Centauri angreifen. Ich hoffe, sie stehen hinter uns. Die nahen Regierung empfindet keine Sympathie für die Centauri. Nicht die geringste. Wir unterstützen sie.